Grüß euch, ich bin der Scheuringer Tommy, bin aus Neukirchen am Walde, bin beruflich Historiker, habe da jetzt hinten die alte deutsche Schrift, Kurrentschrift nennt man die, aufgezeichnet. Vielleicht kennst du die eine oder andere noch. Ja, da sehen wir jetzt einen Anwendungsfall für diese alte Kurrentschrift. In der Forschung, Familienforschung, Haus- und Hofforschung, wie man da sieht beim alten Grundbuch, sind ja alle Schriftstücke in der alten Kurrentschrift verfasst worden. Bis 1941 hat man die ja verwendet. Ja, da sieht man dann auch schon die Arbeit. Also wir haben auf der einen Seite Schriftstücke aus den Archiven, Originaldokumente. Natürlich ist der Computer heute auch ein Hilfsmittel, das in der Forschung nicht mehr wegzudenken ist. Ja, ein weiteres Lieblingsprojekt von mir, das ist ehrenamtlich, mache ich mit einigen Kollegen zusammen, ist das Sammeln und Dokumentieren, Einscannen von alten Dokumenten, von alten Fotografien, die wir eben digitalisieren, auf einer Homepage dann ab Sommer, Herbst öffentlich zur Verfügung stellen werden. Weitere Einzelheiten kommen dann auf HT1.